meines Erachtens auf die Vielfalt und die Gegensätzlichkeit der Meinungen. Es ist das Recht der Jugend, mal gegen den Strich zu bürsten und hier auch durchaus unreflektiert Meinung zu postulieren. Aber dieser Input ist Aufgabe der Erwachsenen, mit den Jugendlichen zur eigenen Meinungsfindung sachliche Hilfestellung zu geben. Ein freundlicher Sidekick sozusagen. Da bin ich zweigespalten in der Meinung. Bei den Kommunalwahlen sage ich uneingeschränkt ja, weil die direkte Nähe vor Ort gegeben ist. Man in der Regel die Kandidaten kennt und nicht so abstrakt operiert wie bei Landtags- und Bundestags- oder Europawahlen. Die Adoleszenz ist ja ein Wachsen und Reifen, und der Gesetzgeber hat bewusst das Jugendstrafrecht gesetzt bis 21, und da sollten wir nicht so sehr auseinanderdriften. Ich spreche sicherlich pro domo. Ich bin seit 40 Jahren beim Neuen Tag, beim Verlag der Neue Tag, der Heimatzeitung für die nördliche und mittlere Oberpfalz. Und kleiner Scherz am Rande, man braucht wohl nicht alles glauben, was in der Zeitung steht. Aber die Verlässlichkeit der Information, die Selektion durch erfahrene Redakteure, ich sehe die Zeitung doch als seriöses, grundsolides Medium, das frei von jedem Verdacht, von manipuliert zu werden oder hier Zeitgeistströmungen zu unterliegen, von diesem Verdacht frei ist. Ja, dann natürlich spreche ich aus eigener Erfahrung. Spiegel Online ist eine gute Quelle, FAZ Online, Welt Online. Wenn man da ein paar Mal am Tag reinschaut, dann weiß man durch die Gegensätzlichkeit dieser Medien auch, was so auf der Bundes- und Weltbühne gespielt wird. Und aus eigener Erfahrung spreche ich hier erneut, als gute Quelle sehe ich auch Bayern 2. Der Sender hinterfragt und die Beiträge sind durch die Bank qualifiziert und in der Wahrheitsfindung ambitioniert.